Als ich nach Salzburg kam, hatte ich während meiner Spaziergänge ein Wörterbuch in der Hand und habe Deutsch gelernt. Nach einer Woche, als wir in Göppingen auf dem Platz des Bahnhofes waren, wollten sie uns trennen. Sie wollten jeden von uns in eine andere Firma schicken. Dann war ich in der Position, ihnen zu sagen, 1, 2, 3, 4, 5, wir bleiben zusammen, sonst kehren wir alle zurück. Unsere Arbeit war nicht zu anstrengend. Wir haben zu zweit gearbeitet. Mein Kollege Alfred hat mir sehr geholfen. Es war beeindruckend, er konnte die Landkarte von Griechenland zeichnen. Er hat mir Deutsch beigebracht und ich ihm Griechisch. Ich habe eigentlich nur schöne Erinnerungen aus Deutschland. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn du die Deutschen respektierst, sie dich auch respektieren. Ende der 60er, Anfang der 70er wurde in Deutschland ein neuer Feiertag geschaffen, und zwar der Tag des Ausländers. Warum wohl? Aus schlechtem Gewissen. Ausländer können eine Aufenthaltserlaubnis kriegen, aber nur unter der Bedingung, dass sie einen festen Arbeitsplatz haben. Ohne Arbeit wird man rausgeschmissen. Man konnte sein Leben nicht richtig planen. Man ist nach Deutschland gekommen, um ein Stück Land zu kaufen oder um seine Tochter zu verheiraten. Aber man hat nichts geschafft. Man konnte das Leben nicht genießen. Nicht das Leben, nicht die Familie, gar nichts. In einem Interview wurde ich gefragt, wie kann es sein, dass ein Grieche nach 12 Jahren in Deutschland kein Wort Deutsch spricht? Meine Antwort war, weil kein Grieche die Garantie hat, 12 Jahre lang in Deutschland zu leben.